Wollte nochmal kurz ein Erfahrungsvideo raushauen, was den Top-Kicking-Handschuh hier angeht. Ich weiß gar nicht, steht hier der Name drauf? Nee, da steht kein Name drauf, aber ihr kennt die ja. Das ist hier die, oh, jetzt geht die Sonne weg. Ich habe das gerade eben so schön geplant, dass es hier reinfällt und dass der glänzt in der Sonne. Ja. Weil der auch so schön golden ist. So, Erfahrungsbericht, den hatte ich mir geholt über ein halbes Jahr her. Und der hat schon ein paar Abnutzungserscheinungen, aber so wie es sein soll, ja, und zwar am Leder bzw. an der Oberfläche, wird ja auch immer ganz gut benutzt von mir. Ich benutze immer so 2 bis 3 Paar Handschuhe, zum Teil an einem Tag, weil ich die immer voll schwitze und ja, dann in die kalt geschwitzten Handschuhe reinzuschlüpfen ist dann immer ein bisschen blöd. Und jo, und das ist halt einer davon. So, ich bin mega zufrieden. Was heißt hier mega zufrieden? Mega zufrieden, was die Polsterung, was den Handschuh an sich angeht. Ja, ist ziemlich geil. Die Thailänder, die polstern hier nämlich immer relativ dick. Und das ist immer sehr gut fürs Sparring und vor allem, wenn ihr Partnerübungen macht, dass ihr den Partner nicht direkt irgendwie bös verletzt. Ja, ist echt ein geiler Handschuh. So, das Einzige, was mir nicht gefällt und vor allem bei dem Preis, der hier in Europa verlangt wird für den Handschuh. Teil in Bangkok habe ich, glaube ich, 60 Euro für den Handschuh bezahlt, was auch schon sehr, sehr teuer ist für thailändische Verhältnisse. So, was mir bei dem Preis quasi nicht gefällt, ach, ich komme mal einen Ticken näher, so, ist einfach der Klettverschluss. Da haben sie gespart und der Klettverschluss, schaut mal her, ich mache das hier mit Ringfinger und kleinen Finger, ja, der, zack, hört ihr das? Der hat so gut wie gar keinen Widerstand. Das ist zack und auf ist er. Ja. Das ist sehr blöd, das darf nicht sein bei so einem teuren Handschuh. Ja, ich habe meine alten Twins, die habe ich, kann ich euch gar nicht zeigen, die hängen bei mir vorne am Bus dran. Die habe ich ganz cool vorne an die Stoßstange gehängt. Ich blende mal ein Bild rein. Ja, ich, aber hier die Ben Lees und die habe ich ja deutlich länger und da klebt der, also klettet der Klettverschluss noch richtig gut, ja? Also hier einmal dran und da haftet auch ein bisschen was, ja? Deshalb bei denen passiert das halt öfter mal im Sparring auch, dass man irgendwo aus Versehen lang rutscht, ja? Oder ein Fuß oder ein Arm irgendwie blockt und dann zack gehen die Dinge auf einmal auf, ja? Und das ist halt blöd. Ja. Ansonsten, die Qualität von dem Korpus hier ist super. Ja, also es macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten und ich weiß, hey, die richten nicht so viel Schaden an, weil die richtig schön dick gepolstert sind. Ja, das ist klasse. Cool. Ich wollte euch den Bericht nochmal weitergeben. Ich schaue mich jetzt um nach einem neuen Paar Handschuhe. Ich finde ein Paar schon immer auch ziemlich geil und die Ben Lees finde ich ja sowieso immer Standard geil, die haben richtig geile Handschuhe, aber ich habe dann mal nach einem geschaut, das, der Hayabusa, ja, der sieht nämlich ziemlich stylisch aus und ich würde den gerne mal testen, der ist auch schweineteuer, muss mal gucken, wann ich mir den hole, ja, aber da habe ich mal richtig Bock drauf, das Ding auszuprobieren und zu schauen, ob der, der wird bestimmt auch so gut sein, ja, das ist ja auch ein guter, eine gute Marke, ja, ein guter Name und da hängt ja schon was dran, ja, und ja, mal schauen. Cool, dann könnt ihr euch auf den nächsten Bericht auch schon mal freuen. Bis bald, Leute. Ciao.